Oh, und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Zwei Kerle, eine Karte. Dem Format mit den zwei Kerlen und der einen Karte. Danke, danke, keine Blumen für mich. Ganz kurz erklärt, ich wechsle mich zusammen mit Koga ab. Wir wechseln uns immer wieder im Takt nach einer gewissen Zeitspanne ab und schicken uns immer wieder den Spielstand zu auf einer gewissen Map. Staffel 1 haben wir schon in Stronghold 1 gemacht und haben dort auf einige Episoden hin ziemlich viel Spaß und viel Verwunderung erlebt. Und ja, Staffel 2 wird jetzt in Stronghold Crusader stattfinden. Und zwar auf der Karte The Five Lords. Das ist tatsächlich ein Community-Content-Inhalt, den ich jetzt schon 2020, also vor 3 Jahren, zugeschickt bekommen habe. Und ja, das habe ich immer auf der To-Do gehabt, das noch irgendwann zu machen. Und entsprechend habe ich mir einfach mal gedacht, das könnte sich wunderbar fürs Format eignen. Ich habe auch vorher mal reingucken lassen von Damian das Gnu, er hat es abgesegnet und gesagt, das könnte gut hinhauen für das Format und deswegen spielen wir jetzt genau diese Karte. Es gibt ja auch eine Beschreibung dazu. Hier spielt ihr in der Rolle, übrigens die Karte ist erstellt von Finn, Ed Finn. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon mal vorher Karten eingereicht hat, mir sagt er zumindest erstmal nichts, aber auf jeden Fall danke für die Map in der Hinsicht. So, zur Beschreibung. Hier spielt ihr in der Rolle von Sir Udin von Wen, einem frisch ernannten Herrscher in der Wüste Crusaders. Da eure Herrschaft alles andere als anerkannt und gebilligt wird, ziehen die Schlange, die Ratte, der Wolf und das Schwein gegen euch zu Felde. Ihr habt zwar bereits begonnen, eure Burg hinter den Ruinen eines vergangenen Königreichs zu errichten, doch wurdet in der Vorbereitung bereits von den Truppen der Herzöge erreicht. Der Marschall eilte euch zwar zur Hilfe, doch alleine wird er die 4 schießwürdigen Herzoge nicht aufhalten können. Ja, und dann haben wir die Aufstellung, wie wir sie hier haben. Wir sind oben in dieser Burg drin. Rechts von uns, hier oben in der Mitte, ist der Marschall als unser Verbündeter. Ganz rechts haben wir die Ratte, in der Mitte die Schlange, unten rechts das Schwein und der Wolf ganz unten im Süden als Hauptbedrohung. Es wurde empfohlen, dass wir leichten bis starken Computervorteil geben, der KI. Ich mache einfach mal den starken. Wir können es gerne ein bisschen schwerer haben. Es wird schon hoffentlich nicht hier Mission 80 Formate annehmen. Dementsprechend sollte das, denke ich mal, hinhauen. Und wir spielen auch mit aggressiven KIs. Also ich habe mich mit Koga abgestimmt, dass wir genau die gleiche Version verwenden. Und wir spielen mit aggressiven KIs mit genau den gleichen Einstellungen, die ich auch beim aggressiven Kreuzzugmarsch hatte. Also alles in allem ist das Ganze ein bisschen schwieriger als die Challenge, als sie eingereicht wurde, weil das war noch pre-UCP, also ohne die aggressiven KIs im UCP und ohne jetzt angepasste Burgen dafür und natürlich auch mit der maximalen Schwierigkeit. Ja, was die Regeln angeht von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 2. In der ersten Staffel hatten wir ja 15 Minuten. Dass wir immer 15 Minuten jeder spielt und dann wird gespeichert und der Spielstand wird weitergegeben. Es gab viele, die haben gefragt, ob man das nicht auf 20 Minuten erhöhen kann. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich da jetzt ein bisschen gegensteuern muss, aber für diese Staffel gehen wir tatsächlich auf 10 Minuten runter. Aber bevor ihr die Fackeln und Heugabeln rausholt, werden wir höchstwahrscheinlich doppelt so viele Folgen bringen im Gegenzug. Also es wird jetzt wahrscheinlich jeden Tag 2 Folgen zu sehen geben. Eine von mir und eine von Koga. Da sprechen wir uns noch ab, wie wir das machen mit dem Release. Aber es wird wahrscheinlich eine von mir und eine von Koga jeden Tag geben, dass ihr jeden Tag 2 Folgen habt dafür. Der Grund ist ganz klar, Stronghold Crusader ist einfach noch ein bisschen schnelllebiger als Stronghold 1. Im Schnitt um die 50% schneller halt, einfach durch die ganzen Boosts, die es in der Wirtschaft gibt. Und ich fand, bei Stronghold 1 war das Pacing mit den 15 Minuten Spielständen sehr, sehr gut. Und bei Crusader passiert in 15 Minuten, erst recht in 20 Minuten, einfach viel zu viel, als dass man das gescheit hin und her reichen könnte und den anderen noch überraschen kann, ohne zu sehr ein gemachtes Nest zu hinterlassen. Dementsprechend 10 Minuten wären hier für Crusader sehr geeignet. Für die dritte Staffel planen wir Stronghold 2, das möchte ich schon mal im Vorfeld sagen. Und da könnten sich dann wahrscheinlich 20 Minuten Folgen anbieten. Also wir machen das immer vom jeweiligen Spiel abhängig, wo wir zwei Kerle eine Karte spielen, wie wir am besten dieses Time-Limit machen. Okay, so viel zur gesamten Einleitung und Erklärung. Der Timer steht bereit, alles wie bei der ersten Staffel, 10 Minuten sind eingestellt. Ich werde aber erstmal in die Map gehen und mir das Ganze angucken, wie die Ausgangslage ist. Ah ja, und übrigens 60er Spieltempo. Das wäre auch eine Alternative gewesen, dass wir das Spieltempo reduziert hätten, um bei 15 bis 20 Minuten zu bleiben. Aber das bringt es ja auch nicht. Das ist ja auch quasi Streckung. Gut, dann würde ich sagen, lasset das Spiel beginnen. Wir gehen rein und pausieren. Okay. Also, gucken wir uns mal um. Erstmal die Map angucken. Ist ja Community-Content-Map. Schauen wir mal, was Finn so gezaubert hat. Wir haben da oben links eine kleine Oase mit... Oh Gott, gibt es hier viel Rehwild. Das ist ja Wahnsinn. Aber okay, da haben wir den Marschall. Da haben wir ein paar schöne Ruinen. Nicht schlecht. Da rechts oben ist die Ratte. Oh mein... Nee. Nee. Es gibt hier Spawner? Oh,
Vielleicht war es doch ein Fehler. So, oh, ich glaube, die Map könnte härter werden, als ich es befürchtet habe. Es gibt hier Spawner. Ich meine, okay, wir haben gleich schon mal ein paar Sachen gebaut. Was haben wir denn schon gebaut? Wir haben einen Söldnerposten, wir haben einen Unterstand, also ein normales Ausbildungslager, wir haben Baumeistergilde. Wir haben schon mal Waffenkammern und... die Waffenkammern stehen aber doof. Da kann man hier nichts reinbringen und hier auch nicht. Die würde ich gerne umplatzieren nach Möglichkeit. Da ist, wenn da sowieso nichts drin ist, dann würde ich das vielleicht tun. Aber der Rest, die Kornspeicher können da eigentlich bleiben, das ist okay. Wir haben ein paar Pikiniere überall aufgestellt. Wir haben Grundzüge einer Burg. Das ist schon mal nicht schlecht. Die anderen KIs haben durchaus ihr Potenzial. Schweinwolf. Mal gucken, was für Burgen die bauen werden. Ich habe es noch nicht getestet. Kann natürlich auch sein, dass es voll nach hinten losgeht. Okay, genug Überblick gemacht. Dann beginnen wir mit der ersten Folge. Keine Sorge, das ist jetzt nur bei der allerersten Folge so, dass die Einleitung so lange ist. Ich möchte nur das Format nochmal erklärt haben für alle, die es nicht kennen. Nochmal die Regeln erklärt haben, nochmal die Gründe machen, warum wir jetzt so spielen, wie wir spielen. Und dann geht's los. Meine erste Runde startet. So. In 3, 2, 1 und ab geht die Party. Ich habe wieder meinen Küchentimer hier. Wir spielen auf 60, wir spielen auf 60. Okay, okay, raus. Holzer. Kann es sein, dass ich... Irgendwas... Wartet mal ganz kurz. So, da wären wir doch nochmal. Ich habe nochmal den Sound ein bisschen gecheckt, also die Soundeinstellung nochmal resettet. Vor kurzem habe ich für mein Tippvideo den Sound erstmal gemutet und jetzt war da irgendwas ausgeschaltet. Ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas hat da nicht gestimmt vom Sound. Und dass ihr seht, dass ich nicht bescheiß, hier seht ihr nochmal die Grundeinstellung. 10.000 für die KI, alles wird so eingestellt, wie es war. Wir gehen rein, wir machen den Timer nochmal von vorne. So, okay. Timer los in... Spielgeschwindigkeit passt? Ja. Okay, Timer los in 3, 2... Eins und stopp. Nicht stopp, Start. So rum. So, ja, jetzt hier die ganzen Sounds für das Switcher haben gefehlt. Das hat sich richtig weird jetzt gerade angefühlt, das so zu spielen. Ich hatte einfach gefühlt, da stimmt irgendwas nicht. Die Bäume hier wachsen eh nicht nach. Die können wir hier nach frei nach Belieben fällen. Da können wir mal richtig, richtig reinholzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr lieben Waffenkammern. Steht ein bisschen schräg, falsch, schief, schieß. Alter, was ist denn mit den Krähen hier los? Gra, gra. Okay, wir haben eine ganze Menge Start in der Hinsicht. Dann hätte ich da hinten gerne einen Marktplatz. Ich hätte gerne noch Häuser. Versuchen wir mal für Kurga eine halbwegs schöne Ausgangslage zu schaffen. Alter, was ist denn mit den Krähen? Sag mal, Marsha, was geht denn mit dir? Eure Befehle? Lässt du den Scheiß bitte sein? Sie haben keine Chance. Tut mir leid, Marsha. Das muss weg. Und das da hinten. Das da hinten erst recht. Also, wir haben erst das Einkommen. Wir haben. Oh Gott, das ist ganz ehrlich. Der Marsch ist gerade mehr Hindernis, als er hilft. Das ist unglaublich. Wie lautet der Plan? Jetzt, ihr blöden Kind. Haut ab. Nein! Ah, danke. So, erstes Getreide bitte. Darauf bin ich jetzt gerade ein bisschen angewiesen, würde ich mal sagen. Bier wäre aber auch wichtig. Und nicht nur Bier. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, shit. Was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Geht ein bisschen schneller los, als mir lieb ist, muss ich sagen. Holen wir mal ein paar Bogenschützen für den Start. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen Seier. Bereit. Rücken aus. Kommt dran. Wir müssen aufpassen, dass die Ratte uns nicht zu sehr stört. Alter, gehen die mir die Krähen auf den Sack. Es ist ja unglaublich. Im Übrigen, ab dieser Staffel wird es auch ein Reaction-Format geben. Das wird dann auf die jeweiligen Folgen des anderen sein. Dass man... Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, shit. Marsha, das bist du, oder? Ja, danke. Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so ganz die Kontrolle über die Situation. Ich weiß auch nicht mehr. Eure Beliebtheit sinkt. Kann sein, dass die jetzt wieder verglitschen, weil ich... Oh nein. Ein bisschen verkacke. In diesem eine Nachricht der Ratte. Ja, verglitschen sich nicht gut. Macht mir mal Armbrüste, bitte. Hier drüben hätte ich gerne Harnische. Ihr könnt das nicht. Feindest du? Platzieren, my Lord. Du mieser... Das gibt's ja nicht. Eine Nachricht der Was hast du mir kaputt? Es ist aus, mein Freund. Seht das endlich ein. Okay, ich glaube, die Staffel wird ein bisschen interessanter, als ich dachte. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man zu schnell eine zu schöne Position hat hier im Game und sich zu schnell zurücklehnen kann. Und der andere setzt sich ins gemachte Nest, aber ich glaube, das wird ein bisschen uncooler.
Ich muss erstmal zumachen. Ich muss grundsätzlich erstmal zumachen. Eine Nachricht. Hau ab. Der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. So, Marsha klaut mir ewig viel Zeug. Ich hätte gerne Bier aus Schank. Herzlichen Dank. Eine Nachricht vom Marsha. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas für mich? Ich hab gerade ganz andere Probleme, mein Freund. Schultert die Waffen. Komm, zweiter kann hier raus. Da haben wir schon mal ein bisschen Bier aus Schank. Holen wir schon mal ein bisschen Bier ran für den Start. Dann kommen hoffentlich die Armbrüste. Haben wir eingestellt. Machen wir mal restlich zu. Ist der Bergfried komplett, bitte? Sag mir die Worte, die ich hören will. Flüstere sie mir leise ins Ohr. Komm, ASMR. Der Bergfried ist komplett. Dankeschön. Okay. Ich muss erstmal noch kurz im Tunnelblick bleiben. Es tut mir leid. Mein Herr? Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Wir könnten bezüglich Nahrung. Oh, das passt eigentlich sehr gut rein. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Schauen, dass wir ein paar Brote machen. Ihr könnt oh, das haut nicht dort doch ab. Platzieren, my Lord. Eine Nachricht der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gevatter Tod ist auf dem Weg zu euch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Okay, wir bräuchten vielleicht noch ein paar Jäger. Die sollen helfen, habe ich gehört. Machen wir mal hier rausnehmen. Und dann erste Armbrustschützen bitte. Oh, wir können echt ein paar machen, das ist gut. Achtung! Okay. Was wäre das nächste, was ich gerne hätte? Neben schon mal zugezogenen Mauern. Turmgeräte wären nicht schlecht. Wir benötigen Gold. Gold wäre auch nicht schlecht. Ja, Nahrung wäre auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Ich stelle mal auf halbe Ration. Sagt mir eigentlich Heimer. Oh, 4 Minuten noch. Deswegen meine ich ja. Das Spiel ist so schnell. Schaut mal, was ich jetzt schon alles an Grundlage machen kann. Also ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wir keine 20 Minuten machen. Es wird einfach zu viel passieren in der Zwischenzeit. So leid es mir tut, Holz zu verkaufen, aber ich brauche jetzt mal gerade das Geld. Und wir haben so viel Platz gerade besetzt hier. Oh, shit. Es werden Waffen benötigt sein. Und los! Und marsch! Machen wir mal ein paar Ballisten. Euer Gnaden. Um mögliches Belagerungsgerät abzuschießen. Okay, aber es steht... Oh, der Wolf macht diese Burg. Schlange diese, Ratte diese, Marschall hier. Oh, Marschall. Wenn es den erwischt, dann natürlich... Oh, aber ich glaube, die gehen irgendwie alle gerade auf mich. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, verteilt euch mal passend. Kann sein, dass die Spawner halt das sehr unangenehm machen, weil das sind alle Spawner-Angriffe, wenn ich das richtig sehe. Bis jetzt hat es noch keine richtigen schlimmen Angriffe gegeben. Das sind alles bis jetzt so Spawner-Angriffe gewesen. Gut, okay, Ratte und Schlange kamen, aber das war jetzt echt noch im okayen Bereich. Hey! Ein erträglicher Unfall. So, der Marschall. Ich glaube, der wird auch Hilfe brauchen. Ich muss mal was rüberschicken. Oh, ne, Stein. Ich habe ja keine Steine. Hm. Ah, das ist vielleicht eine sehr schlechte Idee. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Ich meine, aktuell. Ja, der Marschall wird wahrscheinlich auch die Position nicht sehr lange halten können. Ist halt eine Frage, ob wir ihn opfern oder nicht. Wird Koga ein paar Entscheidungen treffen müssen, denke ich mal. Sieht mir sehr stark danach aus. Wir haben Brot im Haus, das ist gut. Wir könnten mal anfangen, Pikiniere zu machen. Wären Pikiniere eine gute Wahl? Ja gut, in Kombination mit Armbrustschützen eigentlich immer eine gute Idee. Wir könnten anfangen, Pikiniere zu machen, wenn wir keine Feinde in der Nähe sind. Ich mach die Burg trotzdem mal so fertig, wie sie gedacht war. Wir benötigen Gold. Jetzt mal wieder das Gold. Wir kennen es. In diesem Gebäude gibt es keine. Okay. Es werden Waffen benötigt. Basis ist gesetzt. Im Laufschritt. Geht mal bitte hoch zum Marschall. Und ihr los. Ebenso.
Bitte hoch zum Marschall. Schaut, dass der mir nicht gleich abnippelt. Hoffentlich ist er noch da, wenn ich wiederkomme. Ja, hier haben wir gleich ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Action in der Staffel. Aber gut, es hat Strong Crusader, das hätten wir so oder so. Auch nochmal eine weitere Staffel irgendwann mit Stronghold 1 zu machen, mit einer ähnlich schönen Karte, wäre auch mal eine Idee irgendwann. So, hier haben wir nochmal ein paar Armbrustschützen, die kommen mal mit dazu. Okay, es sieht ganz okay aus. Ich habe Koga schon Schlimmeres hinterlassen. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held. Aber bis jetzt sind die schlimmen Sachen noch nicht passiert. Also da können noch Sachen vorkommen. Aber wir haben schon mal was Grundsolides hier. Ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen Holz los. Ich verkaufe eigentlich absolut ungern Holz, aber wir haben gerade so viel hier. Noch eine Käserei bitte, das ist die... Wird auch Kurga freuen. Was da hinten noch an Wild ist. Das ist ja richtig wild. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, meine Lieblingskombination am Start. Und ja, jeden Augenblick piepst. Ich hoffe, dass Kurga mit was anfängt. Wir haben noch keinen Stein, das ist ein Problem. Wir haben noch... Ja, das meiste Eisen ist vom Marschall leider besetzt. Ich hoffe, da wird Kurga auch mal noch was dran arbeiten dann. Wie schaut es beim Marschall aus, apropos? Ah, ein bisschen was haben wir drüben. Könnte aber besser sein. Lass mal ein paar hier. Dann gucken wir dann schauen, was er mit denen macht. Also, ihr seht, ich glaube, die Entscheidung war nicht schlecht, dass wir sagen, wir setzen auf 10 Minuten. Okay, jetzt haben wir es. Pause. Okay, es kann sein, also wenn alles gut läuft, geht die Staffel vielleicht sogar sehr schnell. Da haben wir eine kleine Mini-Staffel. Kann man ja auch mal machen zwischendrin. Bei Crusader könnte ich mir eh vorstellen, dass es nicht so lang geht, weil Crusader ist halt einfach kein langwieriges Spiel. Okay, dann speichern wir mal. Wie heißt die? Machen wir einfach zwei Kerle, eine Karte, Season 2. Eins. Das ist so verwirrend. Okay, wie hieß die Karte nochmal? Machen wir mit Five Lords. Eins. So. Speichern. Das ist besser so. Ja, also ich glaube, die Stronghold Crusader Staffel wird ein bisschen kürzer. Ich glaube nicht, dass es so viele Folgen werden wie bei der ersten, aber das hätten wir fast mit jedem Szenario so, außer wir würden, keine Ahnung, da habe ich wohl Koga aus Spaß mal vorgeschlagen, mit so einem 80 ohne Marktplatz, aber und ohne Söldnerposten, aber das ist halt etwas, das schaffst du schon solo fast kaum mit dem Abwechseln. Also entweder man hat eine ultra harte Challenge und ich habe die ja schon erhöht von der Härte, oder man hat dann einfach so eine klassische Crusader-Partie, die vielleicht eine Stunde geht, wenn alles gut läuft. Gut, hier hat der Aufbaupart ein bisschen gefehlt, weil wir schon ein bisschen gemachte Nest gesetzt haben. Aber es geht eigentlich. Also, ich bin mal sehr gespannt, was Koga hier draus macht. Ich frage mich, ob Koga sich wundert, dass dann plötzlich die gesamte Burg schon steht. Was ich frage, weil ich alles gemacht habe. Aber die Hälfte war halt schon da. Aber passt soweit. Gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns hier das nächste Mal auf Kogas Sicht. Wenn wir uns dazu entscheiden, dass es zwei Folgen gibt am Tag, dann seht ihr die nächste Folge jetzt gleich. In ein paar Stunden wahrscheinlich bei Kogas Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Kogas Kanal ist verlinkt. Es ist alles in der Playlist hinzugefügt. Also für alle Leute, die es entspannt einfach chronologisch gucken wollen, schauen einfach hier und da regelmäßig in die Playlist. Das seht ihr dann einfach alle Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zu Kogas Sicht und bis zu mir, wenn wir dann bei Folge 3 angekommen sind. Bis dahin. Bye bye.